Wer Vögel liebt, zählt mit. So lautet das Motto der diesjährigen Zählung Stunde der Wintervögel. Jeder darf mitmachen und so funktioniert's. Man braucht eine Stunde Zeit in dem Zeitraum vom 6. bis zum 9. Januar, einen Stift und einen Zettel und vielleicht irgendeine Hilfe zum Bestimmen. Also online findet man bei uns ganz viel. Wir haben auch einen Flyer, wo so die wichtigsten Wintervögel drauf sind oder halt ein Bestimmungsbuch. Genau, und dann muss man einfach Vögel zählen, die man sehen kann in dieser Stunde. Wichtig ist dabei, dass man immer nur die höchste Anzahl von einer Art, die man gleichzeitig sieht, zählt, weil es ist natürlich sehr schwer, die voneinander zu unterscheiden, also zu sehen, ob es immer die gleiche Amsel ist, die jetzt nur 5-mal vorbeikommt oder ob es 5 unterschiedliche sind. Schon zum 18. Mal wird bei uns in München gezählt und es gibt bereits eine Tendenz. In den letzten Jahren war es so, dass es 2 Vogelarten, die recht häufig vorkommen, unter Krankheiten gelitten haben. Das war einmal die Amsel und einmal die Blaumeise. Es hat sich jetzt aber kein starker Einbruch gezeigt. Genau, also es ist natürlich immer wieder spannend und dafür brauchen wir ja auch die Daten. Vielleicht ist auch noch irgendwas dabei, was wir bisher noch nicht bemerkt haben. Bayernweit haben im letzten Jahr 40.000 Menschen an der Vogelzählung teilgenommen. Das alles macht aber nicht nur Spaß, sondern dient auch einem ganz bestimmten Zweck. Das ist ein super wichtiger Datensatz für uns. Also es ist ein richtiges Citizen Science Projekt und nicht nur quasi um irgendwie Freude und Naturnähe bei den Zählenden hervorzurufen, was natürlich auch ein wichtiger Teil ist. Aber die Zahlen sind wirklich wichtig für uns, um unsere Maßnahmen zum Schutz der Vögel zu verbessern und anzupassen an das Bedürfnis der Vögel. Gezählt wird 4 Tage am Stück und los geht's am 6.1.